Moin, liebe Kiel-Fans. Mit wem verstehst du dich in Kiel am besten? Ich verstehe mich am besten mit Janni Serra. Er wohnt quasi bei mir. Ja, wir sind echt gute Freunde geworden in letzter Zeit. Und ja, ich verstehe mich sehr gut mit ihm. Gab es neben dem Faktor Nähe zur Heimat noch weitere Faktoren für den Wechsel nach Kiel? Ja, auf jeden Fall. Dass es eine junge Mannschaft ist, ein junger Verein quasi mit vielen Ambitionen. Und ich habe einfach gehofft, dass ich mich hier weiterentwickeln kann und eine gute Zeit haben kann. Hast du dir in Kiel mehr Spielzeit erhofft? Und wann denkst du, wirst du nach deiner Verletzung wieder zurück in den Kader kommen? Weiß ich nicht, ob ich mehr Spielzeit erhofft habe. Ich gebe jeden Tag mein Bestes und arbeite hart an mir. Ich glaube, dass unter dem neuen Trainer, dass ich da, wenn ich gut trainiert habe, auch meine Chancen bekomme. Dass ich natürlich dann jetzt zweimal verletzt war, ist nicht so schön, aber das gehört halt auch ganz normal dazu. Ich versuche weiterhin jeden Tag Gas zu geben und ja, versuche auf jeden Fall dieses Jahr nochmal in den Kader zu kommen. Ich bin jetzt seit ein, zwei Tagen wieder richtig im Training nach meiner Kopfverletzung und ja, ich gebe mein Bestes. You are handsome. thank you. Okay. Hast du eine Freundin? Nein, habe ich nicht. Ich bin Single unterwegs und ja, vielen Dank für die Frage, Dumme. Wie fandest du das DFB-Pokalspiel gegen Salmrohr? Gut, wir sind eine Runde weitergekommen. Das war natürlich positiv. Es war mein erstes Tor für Holstein. Darüber habe ich mich natürlich gefreut und ja, war ein schöner Tag für mich. Was magst du an der Stadt Kiel besonders? Ich mag besonders das Wasser. Das war schon immer so, dass ich irgendwie sehr heimatbezogen am Wasser war und deswegen ist es für mich auch schön, an freien Tagen einfach an den Strand zu gehen oder ja, am Meer zu sein. Hast du einen Mitbewohner? Die Frage kommt von meinem Mitbewohner. Ich würde schon sagen, dass ich einen habe. Also wir verbringen sehr viel Zeit zusammen, Janni und ich. Auf und neben dem Platz sind wir, glaube ich, ein ganz gutes Team geworden. Und ja, ist einfach cool, wenn du in eine neue Stadt kommst, neue Leute kennenlernst, dass du dann ja, jemanden hast, wo du viel, viel teilst oder viel Zeit mit verbringst und das auch Spaß macht. Deswegen würde ich sagen, habe ich hier einen guten Mitbewohner gefunden. Zahlt Janni schon Miete? noch nicht momentan, aber ich sollte vielleicht langsam damit anfangen. Spaß beiseite. Also Janni und ich verstehen uns wirklich sehr gut und deswegen ist er meistens bei mir mit in der Wohnung, hat aber noch eine eigene Wohnung und ja, gibt mir ab und zu mal ein Essen aus. Also ist das in Ordnung so. Wie ist es, Fußballer zu sein? Schön, also es war immer mein Traum als kleiner Junge, als kleines Kind und ja, dass ich den verwirklichen konnte bis jetzt ist für mich eine Riesensache und ich hoffe, ich kann es noch ein paar Jahre machen. Was sind deine Ziele für die nächsten 3 Jahre? Jeden Tag hart an mir zu arbeiten, viel Spaß zu haben an der Sache, ja, Erfolge zu feiern und möglichst so gut zu spielen, wie ich kann. Auf welcher Position spielst du am liebsten? Am liebsten spiele ich auf der 8, also nicht auf der 6, sondern ein bisschen offensiver im Mittelfeld, aber schon im Zentrum. Schönstes Stadion, in dem du gespielt hast? Da würde ich schon sagen, auch wenn es vielleicht nicht so ganz, ich muss überlegen, das ist eine schwierige Frage. Obwohl, ja, ich würde sagen, am Betzenberg in Kaiserslautern war sehr beeindruckend, aber auch in Cottbus, im alten Bundesliga-Stadion, war sehr schön. Aber natürlich auch ja, in Stuttgart zum Beispiel, im großen Stadion zu spielen, ist immer was Besonderes. Und das sind wahrscheinlich die schönsten Stadien. Ja, vielen Dank für eure Fragen, liebe Kiel-Fans. Ich hoffe, wir haben weiter eine erfolgreiche Saison und ich wünsche euch alles Gute.